Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Entstehungsvideo meiner Januarseiten in meinem Project Life Album 2021. Ich bin in diesem Jahr umgestiegen auf monatliche Dokumentation und auf 9x12 und wie ihr seht, ich habe hier schon meine Fotos fertig ausgedruckt und ich habe die Journaling-Karten schon am PC beschriftet. Nehme das Ganze jetzt einfach aus dem Album raus, um es dann auch besser bearbeiten zu können. Also ich bin von der Größe schon mal begeistert. Finde also, dass das eine sehr gute Idee war, auf dieses Format umzusteigen. Wie schon gesagt, ich habe alle Sachen schon am PC bearbeitet, die Journaling-Karten mit Text versehen. Dafür braucht man auch kein Bildbearbeitungsprogramm. Wenn ihr da noch ein Tutorial zu benötigt, gebt mir einfach in den Kommentaren Bescheid. Die blaue Seite, die dort zu sehen ist, die habe ich in Photoshop erstellt. Habe im Prinzip den hellblauen Hintergrund ausgewählt auf 6x8 und dann meinen Text eingefügt und das dann so ausgedruckt, dass oben eben Platz bleibt für Stempel, denn ich habe vor, dort quasi den Titel der Seite aufzustempeln. Dafür verwende ich von Ellie Edwards ein Stempelset vom December Daily und ich habe dort eine 4x6 Journaling-Karte, die ich einfach zum Testen ausnutze. Sollte man vorab eigentlich immer machen, dass man testet, wie passen die Buchstaben, und wäre schade, wenn man das erst merkt, dass Buchstaben nicht raufpassen, wenn man gerade schon dabei ist zu stempeln. Ich benutze ein Stempelkissen von Ellie Edwards. Ich glaube, es ist Otter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es auf jeden Fall mit in die Beschreibung einfügen. Und jetzt gehen wir in den Schnellmodus, denn das ist doch die bessere Variante, weil es dann sonst einfach zu lange dauert, das Ganze zu stempeln. Wie gesagt, hier teste ich mich nochmal aus. Merke dann aber ganz schnell, ja, das passt so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich stempel, dann mache ich immer das Stempelkissen auf den Stempel drücken, denn so sehe ich immer, wie viel Farbe, ja, oder wie viel Tinte auf dem Stempel ist. Ich meine auch, dass das eigentlich die richtige Art und Weise ist, Tinte auf den Stempel zu bringen. Ich sehe ganz viele, die das genau andersrum machen. Die drücken also ihren Stempel ins Stempelkissen. Finde ich für mich persönlich einfach schwierig, weil ich gar nicht sehe, habe ich da jetzt genug Tinte drauf auf dem Stempel oder nicht. So, nochmal kurz anlegen und dann wird's ernst. Als Untergrund nehme ich so eine, wie nennt man das? So eine Foam. Was ist Foam auf Deutsch? Fällt mir gerade das Wort nicht an. Was einfach das Stempeln nicht einfacher macht, aber die Abdrücke, dass die einfach besser werden durch diesen Foam Pad. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht das deutsche Wort dafür. Und ihr seht, ich fange also mit den äußeren Buchstaben an und arbeite mich dann einfach von außen nach innen. Und ihr seht dort dann auch immer schön meinen Hinterkopf, wenn da schon etwas genauer arbeiten muss, um zu stempeln. Ich könnte hier auch so eine Stempelplattform, Stempelhilfe verwenden. Habe ich in dem Fall aber nicht gemacht, weil ich so einfach die Buchstaben auch einfach enger aneinander sitzen kann und mit der Stempelplattform dauert es einfach zu lange, immer auf und zu und Stempel ab und Tinte wieder rauf. Also alles per Hand.
ist also ein dunkleres Grau, die Stempelfarbe von Ellie Edwards. Finde ich, passt hier ganz super zu diesem Hellblau. Ja, ich habe mir auch eine neue Typewriter-Font gegönnt. Ich war auf der Suche also nach einer, die schon nach Schreibmaschine aussieht und halt die Möglichkeit hat, auch unsere Umlaute im Deutschen zu schreiben. Ich hatte ja vorher einmal Remington Noiseless verwendet, die aber eben keine Umlaute hat. Und da habe ich jetzt, ich meine, sie heißt Typewriter Basics, Basics mit X hinten, habe ich bei MyFonts gekauft für, ich glaube, knapp 20 Euro. Und die ist jetzt, wie gesagt, perfekt, denn mit der kann ich auch Umlaute schreiben. Was mir bei den Hüllen auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die ganz, nicht die Hüllen, aber die Karten für die Hüllen zu groß sind, sodass ich die Journaling-Karten immer noch ein Stück kürzer schneiden musste. Mal schauen, ob das immer so ist. Dann habe ich dort diese 4x6 Journaling-Karte. Dort erzähle ich die Geschichte vom Unfall meines Mannes. Ja, der hatte hier zu Hause beim Bauen einen kleinen Unfall und eigentlich Glück im Unglück gehabt und wollte das eigentlich oben drüber stempeln. Ich habe dann jetzt aber schon gemerkt, okay, der Platz reicht eigentlich für die Größe der Buchstaben gar nicht aus. Und auch Glück im Unglück würde mit diesen Buchstaben auf jeden Fall auch gar nicht drauf passen vom Platz her. Deswegen stempel ich jetzt nochmal das Glück zusammen. Und ihr seht hier einfach auch den Unterschied, ne? Wenn ich die Buchstaben individuell aufstempel, dann kann ich viel mehr variieren beim Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Und wenn ich die Buchstaben direkt hintereinander mache, dann habe ich natürlich einen entsprechenden Abstand zwischen den Buchstaben, den ich nicht verändern kann. Also lassen wir das jetzt erstmal mit dem Stempeln auf dieser Karte. Ich habe mir dann später was anderes dafür überlegt. Trotzdem steht im Januar Stempeln ganz groß als Thema. Werde also gleich beginnen, weiter zu stempeln. Für meinen Januar habe ich das Story by the Month Kit von Ellie Edwards und Stempel aus der One Little Word Collection verwendet. Die gelbe Karte oben links, Jan Stories, ist, glaube ich, noch aus dem letzten Jahr, aus den Stories by the Month Kids. Und dort seht ihr jetzt auch das Stempelset. Da sind halt so schöne Sprüche drauf wie Around Here, welches ich jetzt auch gerade dann auf die Karte stempel, auch wieder in Otter. Und genau, also dort sind eben Sprüche drauf wie Around Here, Currently, Remember, Loving This, glaube ich. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher. Und Love This, genau, das stempel ich jetzt gleich dort direkt auf das Foto. Verwende dafür Stazon. Ich liebe ja den Geruch von Stazon. So schön mandelig. Und verwende dann auch gleich den Stazon-Reiniger, um das von den Stempeln wieder abzuwischen. Was Stempelreinigung betrifft, da bin ich eigentlich manchmal ziemlich schlampig. Wenn ich aber mit Stazon arbeite, dann verwende ich den Reiniger gleich im Anschluss, um die Stempel zu reinigen. So, ich stempel jetzt also auf
den größten Teil der Fotos, also bis auf die 3x4 Fotos, setze ich überall Stempel drauf und lasse das auch ein bisschen antrocknen. Ja, im Januar ging es halt viel um natürlich Homeschooling. Mein Kind hat das Glück, dass es bei mir zu Hause bleiben kann, nicht in die Notbetreuung muss und ich ihn immer mit in die Schule nehmen konnte, wenn ich dann an 3 Tagen hin musste, da ich Abschlussklassen habe. Und wir eigentlich den Rest des Tages dann seinen Wochenplan bearbeitet haben. Ich liebe es jetzt schon, diese unterschiedlichen Hüllen zu verwenden. Ja, ihr seht also, ich habe einmal eine 6x8 Hülle und hier jetzt die 6x12 Hülle mit einem vollformatigen Foto. Und da ich einfach nicht das ganze Foto rausziehen wollte, habe ich das einfach umgedreht und dann kopfüber gestempelt, so dass ich nur ein Stück des Fotos rausziehen musste. So, ihr habt bestimmt diesen Januar auch ganz viele Schneebilder machen können. Das ist ja eigentlich der größte Teil des Landes. Das ist ja quasi im Schnee versunken. Und dann kommt dann natürlich jetzt auch noch die Kälte dazu. Aber das ist eigentlich im Februar, ist das, man hat es vielleicht gar nicht so im Kopf, aber im Februar ist meistens die Zeit, wo es nochmal richtig, richtig kalt wird. Ich habe hier auch gemischt Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos. Ich finde, das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Abwechslung. Und ihr seht auch, im Vergleich zum letzten Jahr habe ich keine weißen Ränder mehr um die Fotos. Ja, will ich dieses Jahr einfach nicht machen. So, genau, auf die 3x4 Fotos dort links in Schwarz-Weiß kommen keine Stempel drauf, weil einfach erstmal der Platz dafür nicht gegeben ist. Aber dennoch wird das später dann mit einem Embellishment versehen. Dann setze ich auch noch einen Stempel auf die Monatskarte. Ich meine es, I want to remember. Ich glaube, ich habe es leider nicht im Kopf. Ja. Hier auch mit Stesel und das hier wieder Papier ist, hätte ich auch jedes andere Stempelkissen verwenden können. Aber ich glaube, das lag einfach noch da und dementsprechend habe ich das dann verwendet. So, im letzten Schritt möchte ich jetzt eigentlich Embellishments noch verwenden und will dafür Chipboards benutzen. Also ich bin jetzt eigentlich bei dem Punkt angekommen, dass ich auch wirklich die Sachen verwenden möchte, die ich habe. Und das, was ich nicht verwende, werde ich einfach zukünftig per Instagram verschenken. Ich suche jetzt einfach passende Chipboards aus meinem Fundus. Ja, also nochmal Zusammenfassung, diesen Januar war natürlich gerade zum Ende hin der Schnee, ganz aktuell Homeschooling, dann war ich wieder zur Infusion und links sieht man meinen Junior in der Badewanne, denn er hat zu Weihnachten das Forschungsschiff von Lego bekommen und da steht halt drauf, dass es auch schwimmt, also musste das ausgetestet werden. Wir haben dann aber entschieden, dass einmal Schwimmen dann für das Boot auch reicht. Unten rechts ist ein Foto von einem Spielplatz, auf den wir immer gehen, denn wir haben im Januar mit Ergotherapie für den Junior begonnen, denn er hat so ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten und an seinem schulischen Selbstbewusstsein müssen wir auch ein bisschen arbeiten. Das ist so also die Geschichten aus dem Januar. So, ich suche jetzt also für die Stempel, oder das war mein Plan, dass die Stempel dementsprechend immer noch mit einem Chipboard versehen werden.
Und um das richtig zu platzieren, nehme ich mir immer eine Pinzette zur Hilfe. Einfach weil man da besser sehen kann, ob das wirklich richtig liegt. Dann habe ich genau eine Doppelseite mit unseren Spielen, denn der Weihnachtsmann hat uns ganz viele neue Spiele gebracht. Und das ist auch ein, ja, ich nenne es jetzt nicht Hobby, aber eine Familienaktivität, die wir halt gerne zusammen machen. Und das ist doch mal schön, wenn man neue Spiele hat. Und da unsere Sammlung jetzt auch schon so angewachsen ist, wollte ich das einfach auch mal festhalten und ja, genau das in unserem Album festhalten als Erinnerung. Eddie Edwards hatte einmal ein Kit rausgebracht, Play. Von dem ist dieses Chipboard-Set, das hat sich hier natürlich super angebracht. Und eigentlich war es mein Ziel, diese ganzen runden Chipboards zu verwenden. Aber irgendwie hat es dann doch nicht so gepasst, wie es das wollte. Überstehende Chipboards werden einfach abgeschnitten. Ist manchmal ein bisschen fummelig, je nachdem, wie dick die Chipboards sind. Und dann sind eben noch fünf übrig, die ich irgendwie hin und her organisiere. hin und her schiebe auf diesen 6x12 Fotos, aber irgendwie dann doch nicht so zufrieden bin. Das Gute ist, wenn man halt einmal was aus so einer Chipboard-Verpackung genommen hat, dann kann man da auch ganz einfach wieder etwas, ja, die wieder reindrücken, ja, sodass die nicht dann überall umherfliegen. Immer noch hinprobieren. Oder nehmen wir lieber doch diese Textwimpel, Streifen, wie auch immer man die nennen mag. Diese grüne Karte ist eigentlich eine 4x6 Karte, die ich durchgeschnitten habe und damit eben zwei 3x4 Pockets fülle. Und das Ganze kriegt dann immer noch zwei Tackernadeln. Sieht einfach viel cooler aus. Ne? Dieses Chipboard dort ist eigentlich so wie so eine Sprechblase und da habe ich dann einfach den Sprechblasenbupsel abgeschnitten, weil ich den nicht brauchte oder der nicht gepasst hat. Bei den längeren Wörtern oder gerade bei diesem Currently ist es natürlich cool, ne, dass dieses Y gibt quasi gleich wie so ein Rahmen und dann kann man darunter ein Chipboard setzen. Und bei der Spieleseite fehlt immer noch die Entscheidung. Und jetzt ist sie gefallen. Es soll also nur ein rundes Chipboard werden, und zwar dieses weiße. Und auch hier ziehe ich nur das Foto wieder bis zu der Stelle raus, wo ich dann das Chipboard anbringe. Und da mein Tacker natürlich nicht so weit reinreicht und ich aber trotzdem dieses Chipboard mit Tackernadeln versehen möchte, mache ich das einfach vorab und klebe es dann auf und dann sieht es eben aus, als wäre es getackert worden. Jetzt sind eigentlich nur noch die Fotos auf der ersten Seite mit Embellishment zu versehen und die Journaling-Karte. Und dann sind wir auch bald am Ende. Und der Januar ist in Sack und Tüten oder im Album. So, wieder alle Fotos raus. Natürlich immer ein Hin und Her, ne? Fotos rein, Fotos raus. Ich packe sie gerne mal zwischendurch wieder rein, einfach weil das sonst ein zu großes Gewusel ist und zu viele Fotos umherfliegen.
Ja, hier musste ich also auch nochmal oben was vom Foto abschneiden, einfach weil das zu groß war für die Hülle. Diese Karte trage ich noch das Datum handschriftlich ein. Ich hätte hier auf jeden Fall auch einen Stempel verwenden wollen, aber da ich den Text schon mit Computer und dem Schreibmaschinen-Look geschrieben habe, wollte ich das einfach handschriftlich machen. Für mich fehlt auf der Monatskarte noch etwas. Macht da nur noch ein Text-Chipboard drauf und dann ist das soweit auch fertig. Ja, also auch da noch ein kleines Stück abschneiden und dann passt es aber. Aufräumen, immer ganz wichtig, und jetzt sind alle Seiten fertig und ich möchte natürlich nochmal mit euch durchblättern, wie das Ganze dann fertig aussieht. Und dann packen wir das Ganze natürlich wieder zurück ins Album. Ja, wir machen also einen schönen roten Faden haben wir. Ja, wir haben zu Beginn des Videos die Hüllen rausgenommen und jetzt kommen sie eben wieder rein ins Album. Ja. Meine Titelseite ist ja jetzt auch richtig komplett. Die 2021 in Acryl ist angekommen. Und was ich jetzt noch machen will, sind die Index-Tabs ranmachen. Die werde ich aber nicht mehr im Video bestempeln, sondern das habe ich dann später gemacht. Ich mache da auch nochmal einen Link für euch zu den Index-Tabs. Ein. Und ich glaube, ich habe hier dann auch die kleineren genommen. Ja, also ich habe 2 Inch oder 2,5 Inch, bin mir nicht mehr ganz sicher, und 1,5 Inch. Und die sind natürlich dementsprechend ein bisschen kleiner als die 2,5 Inch. Ja, habe ich irgendwie nicht aufgepasst, als ich die rausgenommen habe, aber hat dann doch geklappt. Ja, hatte dann auch danach, wie gesagt, einen kleinen Textstempel mir genommen und das auf die dafür vorgesehenen kleinen Papierstreifen gestempelt. Wollte den reinmachen in den Tab und habe dann gemerkt, oh, ist ja die kleine Variante. Musste ich also nochmal neu auf die entsprechenden, besser passenden Textstreifen machen, die es dann auch immer zu diesen Index-Tabs dazu gibt. Die kann man, wenn man möchte, am PC bearbeiten oder eben auch einfach nur bestempeln. So, damit ist das hier komplett. Ich hoffe, ihr hattet Freude, mir zuzusehen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder